Hier geht es jetzt um Gleichungen und zwar insbesondere, was ist erlaubt, was ist was und wie geht es. Gleichungen heißt immer, man setzt einen Term gleich einem zweiten Term und hier möchte man möglichst hinterher herausbekommen, wann so etwas richtig ist. Wir suchen also wahre Aussagen. Wenn wir eine Gleichung x² plus 2x minus 7 gleich x² minus 1 setzen und setzen 5 ein, dann haben wir hier 25, nämlich 5 zum Quadrat plus 10 minus 7 ist gleich 25 minus 1. Das ist eine falsche Aussage. Und würden wir das Gleiche für x gleich 3 machen? Dann kommen wir auf 9 plus 6 minus 7 ist gleich 9 minus 1. Das ist eine wahre Aussage. Und hätten hier unten die Gleichung gelöst. Oben hätten wir die Gleichung nicht gelöst, denn wir sind zu einer falschen Aussage gelangt. Man kann Gleichungen durch Probieren lösen, wie hier. Man kann aber Gleichungen auch durch systematische Umformungen lösen. Dazu muss man sich vorab erstmal zu zwei Dingen Gedanken machen. Erstens zur Definitionsmenge. Schaut man sich zum Beispiel diesen Ausdruck g von x Wurzel x gleich 3 durch x minus 1 ein, dann gibt es nicht nur die wahre oder die falsche Aussage als Ergebnis, sondern man kann gar keine Aussage treffen, wenn hier bei Wurzel x eine negative Zahl eingesetzt, weil minus Wurzel 3 ist in den reellen Zahlen nicht definiert. Das heißt also, wir suchen die Definitionsmenge am Anfang, nämlich die Werte, die beim Einsetzen in eine Gleichung eine wahre oder eine falsche Aussage erzeugen. Setzen wir minus 1 an, dann ist die Aussage nicht definiert, dann ist sie nicht falsch oder richtig, sondern sie ist einfach nicht definiert. Das heißt, hier alles, was unter einer Wurzel steht, alles, was da drin steht, muss größer als 0 sein. 0 ist natürlich auch noch erlaubt. Dann haben wir hier den Ausdruck 3 durch x minus 1. Der kann nur als Aussage beurteilt werden, wenn hier unten im Nenner keine 0 steht. Also dieses hier muss ungleich 0 sein. Die Logarithmusfunktion ist nur definiert für Zahlen größer als 0. Also auch hier wieder eine Einschränkung. Wir müssen also gucken, dass etwas größer als 0 ist. Zum Abschluss, nachher werde ich noch kurz mich auf Ungleichungen berufen und dann Ihnen kurz erklären, was da zu beachten ist. Hierbei guckt man die Stelle an, wo sie gleich 0 ist, diese untere Aussage, und sagt einfach dieses nicht. Hinterher, wenn man die Lösungsmenge anguckt, also sprich die Menge aller Zahlen, die die Gleichung zu einer wahren Aussage machen, dann guckt man an, ist da zufällig die Zahl dabei, die nicht in der Definitionsmenge ist, die werden dann ausgeschlossen. Also alle wahren Aussagen, die also die Gleichung zu einer wahren Aussage machen und in der Ausgangsgleichung auch definiert sind. Die Definitionsmenge wird häufig als Definitionsmenge später von einer Funktion oder von dem x für die x-Werte. Manchmal sind es auch mehrere Werte eingesetzt. Also die großes D steht häufig für Definitionsmenge. So, also unser Ziel ist es, auf möglichst systematische Weise die Lösungsmenge einer Gleichung zu bestimmen. Dabei sind nur Äquivalenzumformungen erlaubt. Äquivalenzumformungen sind solche Umformungen, die die Lösungsmenge nicht verändern. Das heißt also, mein Term 1, den ich habe, ist gleich meinem Term 2. Eine Ausgangsgleichung, das soll hinterher auch gleich wieder hier wieder funktionieren und dann bedeutet es äquivalent. Wir haben uns am Anfang viel Mühe gegeben, damit wir jetzt genau sagen können, was Äquivalenzumformungen sind. Das sind zum einen die Grundregeln, die ich anwenden kann. Das sind die elementaren Rechenregeln, die man anwenden kann. Die Potenzgesetze können auch die
Gleichungen angewendet. Man muss ein bisschen einschränken, aber im Grunde geht es. Die Logarithmengesetze funktionieren. Auch da nur mit ein paar Einschränkungen. Wenn wir hier die Aufgabe x² minus 1 gleich 0 haben, dann können wir diesen Term mittels dritter binomischer Formel als x plus 1 mal x minus 1 schreiben. Und auf der anderen Seite passiert nichts. Damit haben wir eine Äquivalenzumformung. Ln x plus 1 und die Wurzel aus x plus 1 können wir ja die Wurzel auch als hoch 1/2 schreiben. Der Exponent kann vor dem Logarithmus gezogen werden, also ist das gleiche wie 1/2 ln x plus 1 gleich 10. Oder hier 5x mal 2x gleich 100. Dann kann man hier, weil es gleiche Exponenten sind, unten die Basen multiplizieren. Das heißt 10 hoch x gleich 100. Und wenn das so dasteht, kann man sogar die Lösung sehen. Dann wäre hier äquivalent x gleich 2. Hier nochmal die wichtigsten Umformungen im Überblick. Wenn ich einen Term t1 gleich t2 habe, dann kann ich einen zweiten Term dazu addieren oder auch subtrahieren, sofern ich das auf beiden Seiten mache. Dann darf hierbei gibt es auch überhaupt keine Einschränkungen. Man kann, wenn man zwei Terme hat, auch mit einem dritten Term multiplizieren. Allerdings ist hier darauf zu achten, dass dieser Term ungleich 0 ist. Dividieren darf ich natürlich auch, denn die Division ist ja nichts anderes als eine Multiplikation mit dem Kehrwert. Auch hier immer ungleich 0. Beim Dividieren sieht es dann so aus, dass ich eben halt t1 gleich t2 habe. Und dann habe ich hier, wenn ich t1 durch t3 teile, dann habe ich auch t2 durch t3 zu schreiben. Und hier muss t3 ungleich 0 sein, wie eben auch, denn es ist ja nichts anderes als eine Multiplikation. Dann kann ich sagen, okay, wenn ich ein Produkt habe, t1 mal t2 gleich 0, dann ist das das Gleiche, dass einer der Faktoren gleich 0 ist, also ist entweder t1 gleich 0 oder dieses nach oben gekippte v steht für oder, t2 ist gleich 0. Denn ganz egal, was ich mit 0 multipliziere, es ist immer 0. Also kann ich die Terme auch einzeln betrachten. Ist das v mal nach unten gekippt, dann steht es für und. Also da müssen beide Aussagen gelten. Haben wir jetzt an dieser Stelle allerdings gerade mal nicht. Das kann ich natürlich auch auf beliebig viele Faktoren erweitern. Dann kann ich da entsprechend das Ganze machen. Wenn ich potenziere, muss ich aufpassen, t1 gleich t2 und ich potenziere, dann kann ich a hoch t1 machen, ist gleich a hoch t2. Ich kann also auch Potenzen vergleichen. Allerdings ist wichtig, dass a ungleich 1 ist. Kann jede beliebige Zahl sein. Positiv. Hier machen wir zum Beispiel ein Und dazwischen. A ist größer als 0. Also 0 darf es auch nicht sein, denn 0 hoch irgendwas ist immer wieder 0. Da passiert nichts. 1 hoch irgendwas ist immer wieder 1, geht nicht. Und negative Zahlen sollen es möglichst auch nicht sein, dann funktioniert es nämlich auch nicht. Analog beim Logarithmieren, das ist die Umkehrung, habe ich also t1 gleich t2 und möchte logarithmieren. Dann kann ich das zu jeder beliebigen Basis tun. Sofern t1 und t2 größer als 0 sind, also das funktioniert nur, wenn die beiden größer als 0 sind. Wir hatten ja oben gerade gesehen, dass beim Logarithmus immer
die Zahlen, die hier hinten drin stehen, größer als 0 sind, sonst geht es gar nicht. Also wir müssen gesichern, dass T1 und T2 größer als 0 sind. Und unsere Basis A muss auch wieder ungleich 1 und größer als 0 sein. Das kann man auch so schreiben, ist aus R plus ohne 1. Möchte man die Terme selber potenzieren, also T1 gleich T2, und wir möchten gerne dann einen Exponenten dran schreiben, zum Beispiel, weil wir eine Wurzelgleichung auflösen wollen oder irgendetwas anderes, dann muss man aufpassen, dass n aus den natürlichen Zahlen ist und n ungerade. Denn wenn n gerade ist, dann haben wir mit einmal mehr Lösungen. Es gehen nämlich dann mit einmal auch positive Zahlen. Also für n gerade braucht man hinterher immer, muss man noch eine Probe machen und nachschauen, ob die Ergebnisse wirklich auch eine Lösung der Gleichung sind. Setzt man jetzt nicht n aus n voraus, sondern man nimmt einen beliebigen Exponenten hier oben, also n aus r, dann muss man auch hier positive Zahlen nehmen, negative Exponenten tauschen das ja ineinander, dann schränkt das Ganze noch mehr ein, also bitte versuchen Sie nur mit positiven Zahlen zu rechnen. Und Sie dürfen natürlich nicht mit 0 potenzieren, denn alles, was hoch 0 ist, hat hinterher den Wert 1. Und Sie müssen sicherstellen, dass T1 und T2 größer sind als 0, denn sonst kann es auch wieder schief gehen, insbesondere bei der Wurzel. Also immer dann, wenn n ganzzahlig und ungerade ist, haben wir überhaupt kein Problem. Ansonsten Achtung, Vorsicht, da kann einiges schief gehen.